Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play. FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Mal gucken, ob Werner Bock hat, ein Tor zu schießen. Das erste, also zumindest von dem Werner. Ja, Gouye, bester Mann auf jeden Fall. Schönes Tor im letzten Spiel, aber es hat nicht gereicht. Und mal schauen, was jetzt diese Aufnahme bringt. Ich hoffe, zwei Siege in Folge. Das wäre ganz geil, dann hätten wir, glaube ich, 9 Siege und noch 11 Spiele. Das heißt, wenn ich jetzt kein Spiel mehr verliere bis zur 10 und ich dann 10 gewonnen habe, habe ich nur noch 10 übrig. Das ist so krass, wie schlecht ich da zurzeit performe. Klar kann ich dann jedes Spiel von den restlichen 10 rein theoretisch noch gewinnen, aber wir wissen ja, dass das nicht funktionieren wird. Und ich habe gut gespielt im letzten Spiel. Ich habe mich reingehauen, ich habe mich reingehängt, ich habe das 1-0 ausgeglichen. Ich war meiner Meinung nach auch bis zur Verlängerung zumindest der bessere Spieler. In der Verlängerung war es dann ausgeglichen. Und es hat nicht gereicht. Wieder so ein Dreck-Knapp-Scheißding am Ende. Immerhin kein Alu-Treffer, aber egal. Oh, welche Idioten gehen denn hier immer in diesem Bildschirm raus? Da kann man doch überhaupt nicht erkennen. Verstehe das nicht. Oder sind das wirklich, aber ich habe da auch schon Leute gehabt, die waren im Heimteam. Dann würde ich sagen, okay, die wollen nicht auswärts spielen, was halt irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Aber ich habe es ja auch schon gehabt, dass Leute auf der Heimseite waren und die wollten nicht zocken. Oh, das ist doch ein Trikot, was ich kenne. Ich spiele weder mit Weiß noch mit Schwarz gegen dich. Hallo. Ich bin noch ein bisschen angepisst vom letzten Spiel, merke ich gerade, weil wenn ich jetzt verliere, dann. Wenn ich jetzt merke, dass ich zu emotional spiele, wird das letzte Spiel für Samstag sein, was dann scheiße ist, weil dann habe ich noch ziemlich viele für den Sonntag, aber egal, dann wird das halt nicht. Oder ja, was heißt, es wird. Bisher gefällt mir die Weekend League nicht. Die hat gut angefangen, also die ersten 5 Spiele, glaube ich, vielleicht sogar noch die ersten 6 Spiele waren okay. Und dann, naja, viel zu durchwachsen, zu viele knappe Spiele verloren. Auch ein paar gewonnen, aber geht auf jeden Fall besser. Reinsteigern. Ja. Der letzte Gegner hatte auch kein so krasses Team. Ich meine, er hatte schon ein paar schnelle Spieler wieder mal im Sturm. Hatte auch kein so krasses Team, aber die verteidigen halt alles so Bombe zurzeit, dass man nicht durchkommt. Auch nicht mit meinen deutlich besseren Spielern. Es ist einfach zum Kotzen. Also ich habe von individueller Klasse in den letzten Spielen überhaupt nichts gemerkt, wenn die Gegner ein schwächeres Team hatten. Gerade im letzten Spiel war das ja, glaube ich, auch so und. Ja, da werde ich quasi gestört und kann deswegen halt nicht köpfen. Scheiße. Verdammt, das war knapp. Schön gemacht für den Pisscheck. Oh, ich Trottel hätte es eigentlich ahnen können, dass das nichts wird. Ganz ruhig bleiben. Wir hatten jetzt hier eigentlich einen guten Anfang, würde ich sagen. Alles ist gut.
Na, hat jetzt sogar das den Ball und nicht. Das wird aber auch Zeit. Leider gehe ich genau in die Richtung, in der er steht, nämlich hinter mir. Weil ich dachte, dass er sich vor mich positioniert, was ja eigentlich auch logisch ist. Ist auch wieder so ein aggressiver Spieler. Der vor allem halt auf so ein krasses Pressing geht. Schön gemacht von Werner. Alter, was sind denn das immer für Pässe, die über das ganze Feld gehen und ankommen? Schön gemacht von Piszczek. Ganz ruhig bleiben, ist nichts passiert, einfach ruhig bleiben. Scheiße, hätte ich direkt abziehen müssen. Schön gemacht von Hummels. Och Mann. Aber da kriegt ihn wieder. Scheiße, das war knapp. Das auch. Scheint ihn gerne zu schlänzen, den Ball. Glück gehabt. Wieder ein schweres Spiel. Oh, das nervt mich gerade so. Wenn ich wenigstens alle gewinnen würde, ist ja nicht so, dass ich hier der schlechtere Spieler bin oder so. Mann, die sind so anstrengend, die Spiele. Spricht natürlich für ein gutes, für ein gutes Rating, Quatsch, für eine gute Spielerauswahl von EA, dass man halt ständig die ganze Zeit immer ähnlich starke Gegner bekommt, die man halt nicht einfach so hardcore dominiert. Was? Ich habe 0 mal geschossen? Hat sich gar nicht so angefühlt, aber ich würde trotzdem erstmal die Formation lassen, einfach weil sie sich eigentlich ganz gut angefühlt hat gegen ihn. Ich hatte das Gefühl, ich kann ganz gut durchkombinieren. Vielleicht 4-1-2-1-2 mit zwei Stürmern, jetzt kommt mir so die Idee. Das könnte was bringen gegen den Spieler, dass wir noch einen Tick mehr von durchkombinieren können. Aber eigentlich war ich ganz zufrieden, mal schauen. Vielleicht so ein zentraler Sechser ist vielleicht auch besser, wenn er dann immer diese langen Pässe nach vorne macht, dass dann der nicht mehr so einfach durchkommt.
natürlich auf defensiv erstmal starten. Eigentlich auf Reus spielen. Das hat nicht so richtig geklappt. Das war ein Lackertor. Da kommen wir relativ glücklich zu dem zu der Situation, zu der Chance. Also wie wir durchkombiniert haben, war ein Lackertor. Da haben wir uns durchgelackt zur Situation, weil er war eigentlich schon außen bei Hector weg und naja. Sieht zwar eigentlich ganz gut rausgespielt aus, der Pass auf Reus war auch so geplant, der Abwehr war auch gut, aber vorher bei Hector war der Ball eigentlich schon weg. Und dadurch reißt es auch so ein bisschen die Abwehr auf. Aber jetzt würde ich ehrlich gesagt wieder zurückwechseln auf 4-2-3-1, weil ich glaube, das ist defensive Stabilität erstmal wichtiger. Ja, ist aber schön, dass ich auch mal ein Lagertor bekomme und zur Führung gehe. Das heißt ja nicht automatisch, dass wir gewinnen. Wie gesagt, der Gegner war ja nicht gut, er war ja nicht schlecht. Von daher, es kann noch heftig werden. Weil es stellt sich hinter den Spieler, das ist nicht so schön. Alter, was für ein schwacher Pass, oder? Wenn er den geil spielt, was er eigentlich kann, wenn er den geil spielt, dann wird es halt wahrscheinlich das nächste Tor mit Reus. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Nice luck. Gut gemacht, das Lex leider auch leicht. Boah, richtig stark von Hector. Und vor allem wichtig. Es ist gerade richtig träge, weil es solche kleinen Mikrolecks gibt. Das ist richtig scheiße gerade. Fühlt sich kacke an, also viel, viel schlechter als die ganze erste Hälfte über. Komm auch nicht mehr durch. Boah, da sollte der Ball nicht hin. Gemacht von Hummels. Ich komme halt nicht in die Mitte rein. Oh, jetzt wäre Werner frei gewesen, das habe ich erst zu spät gesehen. Elfmeter, oh mein Gott. Komm schon, den müssen wir machen. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wer am besten Elfmeter schießt jetzt, dadurch, dass jetzt Werner drin ist. Ich weiß nicht, ob den Werner sonst reingemacht hätte, wenn es jetzt keinen Elfmeter gegeben hätte. Ich glaube nicht, weil der wollte ihn ins kurze Eck schießen, wollte eigentlich ins lange schießen. Ich glaube Marksman, Werner, ja, ich glaube, müsste jetzt Reus sein oder Vidal halt, dann mache ich ihn mit Reus.
Sehr gut, war aber auch unhaltbar, das Ding. Ich glaube, es ist der Deckel. Sehr gut. Schön oben ins Eck rein. Nice. Ich denke, damit haben wir ihn total demoralisiert. Das sollte eigentlich nichts mehr passieren. Dadurch haben wir jetzt mal ein ganz klein wenig entspannteres Spiel. Also es war bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall super anstrengend, auch bis zu dem 2-0 noch. Aber jetzt haben wir wenigstens mal in der Endphase ein etwas entspannteres Spiel, weil wir halt einfach schon 2-0 führen. Das ist halt schon mal angenehm. Ah, hätte ich direkt passen müssen, war mein Fehler. Schön gemacht von Hummels. Eigentlich ein guter Schuss, aber komplett unplatziert. Oh, zum Glück. Aber jetzt lägt es auch ekelhaft. Aber zum Glück hält hier nochmal das Ding. Danke. Aber krass, dass Werner den nicht macht, oder? Ich habe zweimal schießen gedrückt, flach am Tor vorbei, er macht ihn nicht. Warum das denn? Na natürlich, das ist, also das muss ich ihn leider anrechnen, das Ding. Und Bele macht ihn dann natürlich, aber es war natürlich jetzt auch, ne, einfach. Aber ja, dass Werner den nicht macht, das muss ich ihn auf jeden Fall anrechnen. Weil ich habe einfach auf. Aufs rechte Eck meiner Meinung nach gezielt und zweimal schießen und er schießt ihn halt in den Tunnel rein. Also, Werner ist bisher überhaupt gar nicht überzeugend. Es wird wohl dann doch wieder Mali werden. Ich meine, ich kann ja auch mit Mali auch zufrieden sein. Hat ja eine gute Scorer, kleine Durststrecke jetzt gehabt, aber ansonsten war ja alles gut mit Mali. Hat auch sehr viele Vorlagen gemacht. Aber ich glaube halt, ich habe so einen Spielstil, dass das einfach normal ist. Scheiße. Was? War doch keine krasse Grätsche, das war doch fast beigespielt. Schade. Egal, souveräner Sieg, 2-0, sehr schön. Ich hoffe mal, das nächste Spiel leckt nicht. Und wir hätten eigentlich auch ein 3-0 machen müssen. Alleine schon, weil Werner alleine aufs Tor zugerannt ist. Alleine schon, weil Werner alleine. Nice. Zwei Tore Reus, eins Dembele. Ach ja, stimmt, wir hatten ja noch dann dieses Tor durch Dembele, alles klar. Vorlagen, Müller und Dembele. Was mache ich mit Werner? War es das schon von Werner wieder? Er hatte diese große Chance, macht sie nicht. Er hat mir eigentlich in dem Spiel ganz gut gefallen, muss ich zugeben, aber wir messen wird auf jeden Fall vor allem an den Scorerwerten. Vier Spiele, eine Vorlage, noch kein Tor und eine Riesenchance nicht gemacht. Marksman. Nee, ich fange jetzt auch nicht wieder an, ihn mit anderen Champions League Styles zu spielen. Entweder funktioniert das so oder halt nicht. Okay, na gut, ich gebe ich ihm noch ein Spiel eine Chance. Aber ich glaube halt, Mali funktioniert so gut, weil er halt ein ZOM ist und so gut passen kann. Wobei, dann müsste ja, hätte ja eigentlich Stindl noch besser klappen sollen, weil er ist ja quasi ein Upgrade von Mali, aber da hat gar nicht funktioniert. Da müssen wir mal schauen, da müssen wir mal schauen, da müssen wir mal schauen. Aber ich bin am Überlegen, ich bin am Überlegen. Gebe ich ihm noch eine Chance?
Eigentlich ist das Verschwendung, weil Mali zu gut ist dafür. Es gibt halt noch einen anderen Spieler, den ich testen könnte. Der ist dem Stindel, der ist dem. Ach du Scheiße. Guckt euch den Sturm an. Der andere Spieler, den ich testen will, der ist eigentlich dem Werner relativ ähnlich. Mal gucken, ob ich ihn im nächsten Spiel teste. Aber eigentlich sollte ich dann wahrscheinlich eher mal abseits der Weekend League testen. Ich glaube, ich werde dann wenn ich das nächste Mal Bundesliga spiele, werde ich wieder Mali reinnehmen. Weiß ich, was ich habe. Nicht zum Schuss kommen lassen, bitte nicht zum Schuss kommen lassen. Sehr gut gemacht von Arnautovic. Oh, so knapp. Ich wollte noch eine Sekunde warten, bis Mané durch ist. Das hat nicht gereicht. So, Benteke, jetzt mach endlich mal ein Kopfballtor mit Eriksen und Eriksen schlag gefälligst eine anständige Flanke. Das war wieder nicht anständig. Sorry, aber es ist einfach nicht anständig. Den Ball hat er eigentlich abgefangen und jetzt lag er hier aber gerade. Schön, wie er sich da zweimal den Ballbesitz zurückholt. Egal, ruhig bleiben. Auch wenn wir ein Tor fressen von ihm, wir haben immer noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Wir können immer noch alles drehen. Er drückt es gerade nicht weg oder es ist ein Bug. Wieder bleibt am Ball, bis jetzt, wo wir ihn haben. Wieder waren wir dran. Manchmal frage ich, ob das auch an den Spielern liegt. Also, je krasser der Spieler ist, desto eher. Ah, nee, Quatsch, das kann doch nicht sein. Das wäre Quatsch. Oh, dass sowas gepfiffen wird, ist aber ultra selten. Behinderung bei einer Ecke. Oh, Scheiße, ich würde natürlich gerne flanken, aber wie denn, wenn ich nicht sehe? Wer hat sich denn den Dreck ausgedacht? Noch straffer aufziehen müssen. Schwache Flanke.
Aber ich weiß nicht, ob du alles laufen lässt oder ob das nicht wegzudrücken geht, aber meiner Meinung nach lässt er einfach alles laufen. Ich weiß nicht warum. Fuck, das war dumm von mir. Das war richtig dumm. Das war wieder gut. Das war wieder dumm. Ich darf ja nicht immer so sehr an diese scheiß Ecken drängen lassen. Und nochmal von Emre. Oh, warum stellen die sich denn immer hinter den Verteidiger? Das gibt's doch nicht. Das ergibt doch auch überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott, der sollte zu Benteke gehen. Er spielt ihn aber zwischen Benteke und Eriksen. Also meine Spieler machen gerade richtig viele Fehler im Aufbau. Meine guten Spieler. Toll. Das kann er halt nicht davon anhalten. Geil, zwei Spieler hatten den Ball mehrfach jetzt. Wieder aufhören, also ich muss wieder aufhören, mich über diese Kleinigkeiten aufzuregen. Aber ihr müsst einfach nur darauf achten, wie oft er den Ball wieder bekommt. Ich sag ja, das kann ja mit der Ballkontrolle so zu tun haben, dass sie dann einfach reaktionsschnell nicht den Ball wiederholen. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls sehr auffällig. Es kann auch gerade Zufall sein, aber es ist schon sehr auffällig, wie die einfach ständig wieder an die Wurst rankommen, ey. Aber wir halten mit, wir lassen keine krassen Torschancen zu. Wir blocken die Schüsse. Der hatte nicht mehr Schüsse als wir. Also, knappes Spiel wieder. Klar, individuelle Klasse. Vielleicht macht er aus 50 Kilometer Entfernung ein Tor mit Neymar. Kann passieren. Aber ich kann halt auch mit einem Gouye aus 50 Kilometer Entfernung mal ein Tor schießen. Und ich will dranbleiben. Ich will das gewinnen. Komm, beißen, bissig bleiben. Noch besser spielen. Mehr Torschancen generieren, wenn es nur Halbchancen sind. Scheißegal. Ein guter Schuss, aber halt leider neben das Tor. Kann ich vielleicht reinlegen, aber ich war mir nicht sicher, deswegen. Habe ich ihn dann leider abgeschlossen. Und krass gehalten einfach vom Torhüter. War natürlich die beste Chance bisher im Spiel. Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Ich kann auch mit Gouye aus 50 Kilometer Entfernung eins machen. Ach du Scheiße, und aus dem Stand auch noch. Ach du Gott, was für ein Ding. Guckt's euch an, aus dem Stand. Aber komplett aus dem Stand.
Was für ein platzierter Strahl, ey. Ach du Gott. Ach du Gott, was für ein geiles Distanztor, ey. Dieser Gouye, ey, der kostet, weiß ich nicht, ich glaube 150, 140.000 oder 180.000, ich weiß es nicht mehr. Can kostet 400.000 und der Gouye steht in sowas wie Show, das gibt's gar nicht. Hätte ich nie gedacht von den Werten her. Krasse Scheiße, ey. Warum kommt er nicht mehr zum Kopfball, verdammt nochmal? Egal, taktisches. So, jetzt konzentrieren, komm, der Abwehr war mal gut. Schlecht, schlecht. Ich dachte, er lässt sich schon zurückfallen, aber hat er noch nicht gemacht. Endlich. Scheiße, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war richtig geil von Arnold. Also, der macht wirklich geile Spiele. Oh Gott, das war geil rausgespielt. Das war einfach nur geil rausgespielt. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Pass bei Eriksen ankommt von Benteke, aber er hat's gemacht. Geil. Ich dachte, da grätscht noch ein Spieler rein, aber der Pass hier war natürlich der Schlüssel, aber der war auch so geplant und dann rübergelegt und rein und nice, nice, nice. Das war überhaupt nicht aus der Decke. Und das gegen so ein Team, gegen so einen Gegner mit so einem krassen Sturm, ey. Geil. Richtig geil. Ich spiele trotzdem mit dem Gedanken, statt Eriksen wieder De Bruyne reinzunehmen, einfach um wieder mehr Gefahren nach Ecken reinzubekommen, weil ich glaube, Eriksen macht einfach nicht so viel. Außen. Scheiße, ich wollte natürlich nicht schießen. Macht einfach nicht so viel aus dem Spiel heraus, dass sich das lohnen würde. Er hatte halt zweimal diese krassen Spiele. Er fühlt sich eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht schlecht an, aber. Ach, Gegner bricht ab, geil. Dritte Tor, Mané macht auch wieder einen schönen Abschluss. Und ich glaube, Benteke hat zwei Vorlagen gemacht, ja. Tore, Mané, Gouye und Eriksen und Vorlagen. Zweimal Benteke, einmal Nordovic. Krasses Tor, komm, das gucken wir nochmal an. Was für ein Ding, was für ein Ding von Gouye. Schade, dass nicht steht, wie viele Meter das sind. Das sind noch mindestens 30 Meter, wenn nicht sogar noch mehr. Ah, mindestens 30 Meter. Aus dem Stand, das ist so gestört. Jetzt gerne in Zeitlupe. Jetzt. Aus dem Stand, das sind noch 30 Meter mindestens. Asiden, denke ich, naja, es geht eigentlich, aber es ist einfach nur Hammer, es ist einfach nur krass. Nur ein richtig krasses Tor. Ich meine, er hätte mal sogar noch einen Schritt gehen können, ne? Aber ich wollte eigentlich auch noch einen Schritt gehen, aber er schießt ihn halt aus dem Stand und macht ihn rein. Ich habe, das sah auch gar nicht so gefährlich aus, ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Aber er war halt einfach so platziert, sehr geil. Nice. Ja, unterm Strich dann sogar verdient, hätte ich nicht gedacht. War wirklich ein anstrengendes Spiel am Anfang. Bis zum 1-0, dann lief es eigentlich. So, wie sieht's denn bei Eriksen aus? 10 Spiele, 9 Scorerpunkte. Das ist halt immer noch mega krass viel, ne? Also ich kann ihn noch nicht wechseln, das geht noch nicht. Das sind immer noch viel zu krasse Scorerwerte. Es sind immer noch viel zu krasse Scorerwerte. Ich muss einfach damit leben, dass ich jetzt mit Benteke halt einfach nur noch sehr selten Tore mache nach Ecken.
So, jetzt sind wir bei 30 Scorerpunkten nach 38 Spielen. Wir können bestimmt 4 Spiele mindestens abziehen. Also 30 Scorerpunkte nach 34 Spielen. Das ist schon ziemlich gut. Und ja, soll ich jetzt Mali reinnehmen? Glaube, ich nehme Mali wieder rein. Er hat einfach die gute Quote. 30 Spiele. 47. Also, das hat er auf jeden Fall nachgelassen. Aber die letzten Spiele waren halt auch mit Pulisic im Rücken. 30, 30 nach 47. 30 durch 47 ist immer noch eine Quote von 0,6, was nicht schlecht ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir bestimmt auch wieder vielleicht 5 Spieler oder so abziehen können, also 42 vielleicht. Klar war die Quote mal geiler, aber im Großen und Ganzen war er bisher da von den letzten, die ich gespielt habe, der konstanteste, und deswegen, ich werde ihn auch weiterspielen. Und er passt ja eigentlich auch. Das Einzige, was mir bei ihm fehlt, ist so ein bisschen die Bulligkeit. Man kann keinen Ball mit ihm halten. Aber was er dafür halt gut kann, ist halt auch den Ball verteilen, was halt auch ein Stürmer von mir können sollte. Ja, ich nehme ihn jetzt wieder rein, was soll's. Ich habe jetzt auch keine Lust, in der Weekend League einen anderen Stürmer zu testen, weil da einfach das Risiko zu groß ist, dass sie wieder nicht funktionieren. Da verliere ich die Spiele wieder, weil die Dinger nicht reinmachen. Habe ich keinen Bock drauf, deswegen gehen wir zum Altbewährten zurück. Ich würde halt gerne nochmal Aubameyang testen, aber ich wette mit euch, Aubameyang hätte jetzt auch nicht mehr so eine geile Quote. Der war am Anfang auch sehr geil, dann hat sich so ein bisschen das Spielstil geändert und die Gegner besser verteidigt und schon, Bums aus Nikolaus, wurde es schwieriger. Aber wir haben jetzt erstmal gewonnen, das ist wichtig. Wie viele Spiele haben wir jetzt denn noch? Ich glaube 11, ne? Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Aufnahme machen und da hoffentlich 2 Spiele spielen. Wäre geil, die beide zu gewinnen. Ob das klappt, werden wir sehen. Und ja, dann entscheide ich, ob ich weiter aufnehme oder die restlichen Spiele am Sonntag mache. In diesem Sinne, also es ist eigentlich schon Sonntag, aber Nacht halt. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.